So, hi, ich bin Dominik und ich hätte nie gedacht, dass ich mal ein Beauty-Video mache. Das hat mich halt ein paar Leute drauf angesprochen mit den Haaren und so. Und ja, ich war halt seit ziemlich genau jetzt 2 Jahren gar nicht mehr beim Friseur, habe es einfach gar nicht geschnitten. Mit dem Hintergedanken, ich fand die Frisur von Jason Momoa einmal cool, also der neue Aquaman. In die Richtung wollte ich mal gehen, keine Ahnung. Und ja, außerdem habe ich 39 Abonnenten mittlerweile nach den ersten paar Videos und irgendwie feiere ich das total ab. Ich kann bis jetzt nur Instagram, aber YouTube macht mir auch irgendwie Spaß und ja, keine Ahnung, jetzt ist das Video hier. Und in dem Video hier soll es quasi darum gehen, wie es gibt so Haarroutine-Videos bei Frauen und ich wollte einfach jetzt mal zeigen, was ich quasi so mache, damit die aussehen, wie sie halt jetzt quasi aussehen. Und das hier Video ist vor allem halt für Kerle gedacht, weil für Frauen gibt es halt tonnenweise so Videos und ich habe mir die auch angeguckt teilweise in den letzten 2 Jahren. Und aber für mich war das irgendwie nicht das Richtige, einfach weil ich halt ein Kerl bin. Weil für mich ist es halt auch so, es muss möglichst simpel sein und schnell gehen, weil keiner hat Bock, lang im Bad rumzustehen, ne? Der erste Schritt ist natürlich quasi einfach mal wachsen lassen. Und dann wird man ziemlich schnell in so eine Phase kommen, wo man sich selber echt einfach kackhässlich findet. Also nicht, dass ich jetzt irgendwie gut aussehen würde oder was auch immer, aber mir gefällt es einfach. Und also dann ist mir eigentlich relativ Wurst, was andere dazu sagen, ne? Und jedenfalls, wenn man halt in so eine Phase kommt, wo es einfach kacke aussieht oder wo man sich selber halt null gefällt, dann halt einfach eine Kappe anziehen oder eine Mütze drauf oder was auch immer. Einfach nur, um die Zeit rumzukriegen. Bis man dann halt irgendwann, und das war mein erstes Ziel quasi, in so eine Haarlänge kommt, wo man sich dann einen Zopf machen kann. Weil ab dem Zeitpunkt wird es dann einfacher und das war so ein bisschen mein erstes Ziel, weil ich fand, das einfach sieht cool aus mit dem Zopf. Ja, jedenfalls ist das jetzt die Länge quasi momentan. Und ja, das sind halt ziemlich genau 2 Jahre. So, und wenn man wachsen lässt, dann kommt es halt auch irgendwann mal dazu, dass man sich anguckt, was man überhaupt mit den Haaren halt machen sollte. Welche Produkte man benutzen sollte und so, damit sie einfach besser aussehen. Oder womit man sie waschen soll oder wie auch immer. Weil ich hatte sie jahrelang einfach nur immer mit Seife gewaschen. Also man gewöhnt sich dann irgendwann an so eine Routine und ja, ich zeige jetzt einfach mal die Routine, die ich halt benutze. Und vorneweg, wenn ich jetzt irgendwas an Produkten zeige oder so, also ich habe keine Firma, die mich da irgendwie bezahlt für. Ich habe erst 39 Abonnenten, also wer sollte mich dafür bezahlen? Aber ich habe halt wirklich einfach die Sachen rausgesucht, die ich selber benutze und habe Affiliate-Links halt benutzt. Und wenn man über die Links kauft, ja, dann würde ich was dafür bekommen und da wäre ich auch sehr dankbar für, weil das halt einfach den Kanal unterstützt. Ist auch immer das beste Angebot, was ich bei Amazon dazu finden konnte. So, und bei mir ist jetzt zum Beispiel so, ich habe immer furztrockene Haare gehabt, ne? Die dann echt in alle Richtungen gestanden haben, wenn sie getrocknet sind. Bis ich dann da halt dahinter kam, dass eine gute Ernährung eigentlich der Hauptfaktor ist für ordentliche Haare. Weil ein gesunder Körper macht halt gesunde Haare. Ist ja logisch quasi, dass ein gesunder Körper gesunde Haare produziert. Also was man dann danach damit macht, ist quasi fast egal, weil das halt totes Gewebe ist. Und es gibt halt ein paar Tricks, wie man die dann ein bisschen aufschönen kann oder so. Aber wenn man halt ungesund ist, dann ist das Haar von Anfang an einfach scheiße. Dementsprechend ist das Erste, was ich zeige, quasi was für die Ernährung. Ich selber esse alle Produkte der Firma schon seit Ewigkeiten jetzt mittlerweile und will aber besonders 2 Produkte zeigen, die halt in das hier Thema besonders gut reinpassen. Also erstens die Beerenauslese. Was die Firma macht, ist, die erntet diese Beeren auf dem Grad der höchsten Reife, also quasi wenn die Natur alles reingepackt hat, was rein sollte, entzieht dann einfach nur Wasser und Zucker und das Granulat ist dann in der Kapsel. Das bedeutet, da ist alles drin, was die Natur halt reinpacken wollte und dementsprechend ist es am gesündesten für uns. Warum habe ich aber gerade die Beeren dafür genommen jetzt für das Video? Weil es nachgewiesen ist, dass Beeren, also der Verzehr von Beeren, die Durchblutung fördert und sogar Krebs vorbeugen kann. Positiver Nebeneffekt davon ist einfach, dass die Haut, Haare und Nägel besser werden. Das zweite sind Omega-Fettsäuren. Jeder kennt die positiven Eigenschaften von Omega-Fettsäuren, aber was für das hier Thema besonders interessant ist, dass das Haarwachstum unterstützt wird und die Haare gestärkt werden. Es verbessert die Haardichte und Haarausfall wird vorgebeugt. Das erhöht die Elastizität von Haaren, also dass sie nicht abbrechen quasi. Also zum Beispiel meine Haare brechen nie ab, egal wie oft ich einen Zopf mache oder was auch immer. Es hilft gegen trockene Kopfhaut und es nährt die Haarfollikel. Genau, also die beiden Sachen würde ich quasi jedem empfehlen, auch unabhängig von dem Thema Haare lang wachsen lassen. Okay. Jetzt quasi zu den Produkten, die ich mir nachher reinschmiere, fürs Haarewaschen und so. Aber vorneweg, wasch deine Haare auf keinen Fall jeden Tag mit Shampoo oder mit allem drum und dran, sondern in den meisten Fällen reicht dir das Haare nass machen. Ist einfach besser, weil die Haare sonst noch mehr austrocknen. Also wie gesagt, ich habe halt immer einfach Seife benutzt zum Haarewaschen, aber da merkt man ziemlich schnell, dass das nicht besonders gut ist. So, und dann habe ich aber eine Freundin gefragt und die hat mir die hier Produkte vorgeschlagen. Das ist einmal John Frieda Frizz Ease. Wunderreparatur, Shampoo und Conditioner, keine Ahnung.
Und dazu gehört noch ein Serum irgendwie, also Shampoo und Conditioner beim Waschen benutzen halt und das Serum danach. Wusste ich nicht, dass es sowas gibt. Ich wusste nicht mal richtig, was ein Conditioner ist, aber ich muss sagen, das hat echt, macht die Haare echt cooler einfach. Also man benutzt quasi einfach ganz normal das Shampoo, danach halt den Conditioner, lässt es kurz drin und spült es dann halt ordentlich aus. Und dann geht man raus, trocknet sich ab und hin und her und dann in das noch nasse Haar kommt einfach das Serum rein und dann lässt man es einfach so trocknen. Ich benutze zum Beispiel auch keinen Föhn oder so. Also ich lasse wirklich einfach nur an der Luft trocknen und ich denke, das ist eigentlich das Beste so für die Haare selbst. Danach benutze ich halt ein Gel oder einen Schaum, also entweder halt so ein Nivea Pflege und Halt Gel, keine Ahnung. Oder was ich jetzt neu entdeckt habe, ist Fructis Locken und Glanz Schaum, keine Ahnung. Jedenfalls, was die beide machen, ist, den Haaren mehr Struktur zu geben. Also man sieht so die einzelnen Strähnen besser und das Haar sieht einfach ein bisschen gesünder aus. Wichtig bei dem Schaum ist allerdings, dass man das wirklich üppig reinmacht. Dann kriegt man so einen Wet-Look. Also ich lasse es auch einfach so trocknen, aber die Haare sehen dann permanent halt nass aus, obwohl sie dann schon kurz trocken sind. Aber so lange muss man halt auch einfach abwarten und dann geht man einfach mit einem trockenen Handtuch durch und bricht quasi so diesen Wet-Look-Style auf und dann hat man eben die ganzen einzelnen Strähnen schön voneinander getrennt. Und zum Schluss noch, was man alle paar Wochen halt mal machen kann, ist, ich habe mir ein Kokosnussöl gekauft, weil ich es in irgendeinem Video gesehen habe. Muss aber sagen, das ist echt ganz gut, weil das macht man halt, wie gesagt, nur einmal alle 2-3 Wochen oder so. Einfach richtig fett ins Haar rein und dann danach ordentlich mit Shampoo und so auswaschen. Man hat das Gefühl, die Haare werden ein bisschen beschwert und es wirkt halt eben einfach gegen trockenes Haar, meiner Meinung nach. Keine Ahnung. Also ich hab die Erfahrung zumindest gemacht. Danach dann halt ganz normal Shampoo, Conditioner und das ganze Zeug und dann halt einfach ganz normal stylen. Also man hat da nichts mehr noch in den Haaren drin. Es unterstützt einfach nur ein bisschen die Haare. So, okay, das war's dann auch schon. Das ist quasi meine Routine. Lass mich bitte in den Kommentaren wissen, ob das hilfreich war oder ob du noch Fragen hast. Normalerweise machen wir halt Travel Vlogs. Wenn du davon mehr sehen willst, dann würde ich mich mega freuen, wenn du den Channel abonnierst. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis später.